Ich werde häufig in der Praxis gefragt von schwangeren Frauen, was passiert, wenn sich mein Kind mit Ringelröten infiziert hat oder im Kindergarten oder Schule Ringelröten auftreten. Die Ringelröteninfektion ist eine Infektion mit dem Parvovirus B19. Es ist eine Tröpfcheninfektion, die von Mensch zu Mensch erfolgt. In den ersten 4 bis 10 Tagen ist die Ansteckungsgefahr am höchsten. Das heißt, wenn dieser klassische Hautausschlag auftritt, ist die Infektionsgefahr eigentlich nicht mehr da. Die meisten Ringelröteninfektionen, insbesondere bei Kindern, verlaufen symptomlos oder es kommt zu unspezifischen grippeähnlichen Symptomen. Dieser typische schmetterlingsförmige Hautausschlag, der die Mundpartie ausspart, der ist bei ungefähr 20% der Kinder oder auch Erwachsenen nachweisbar. Es ist so, dass die Viren über den Mutterkuchen zum Feten gelangen können und dort das blutbildende System des Kindes angreifen können. Die Gefahr, dass das passiert, ist im zweiten Schwangerschaftsdrittel, also im zweiten Trimenon zwischen der 10. und 22. Schwangerschaftswoche am höchsten. Es kann sein dann, dass es zu einer schweren Blutarmut des Kindes kommen kann, in der Folge dann zu einer verminderten Herzleistung. Und in der Folge der verminderten Herzleistung kann es dann zu Wassereinlagerungen um die Kindesorgane und unter der Haut kommen, dem sogenannten Hydrops fetalis. Dies kann schlimmstenfalls zu einer Fehl- oder Totgeburt führen. In der Praxis bedeutet das, wenn Sie den Verdacht haben, eine Ringelrötelinfektion erlitten zu haben, sollten Sie den Arzt aufsuchen, dann wird erstmal ein Antikörpertest gemacht, ob Sie vielleicht schon als Kind eine Ringelrötelinfektion durchgemacht haben. Wenn das so ist, ist auch das Kind geschützt. Wenn Sie keinen Antikörpertiter haben sollten, werden dann engmaschige Blutentnahmen erfolgen, ob bei Ihnen ein Antikörper auftritt. Bei einer positiven Antikörperkontrolle würden auch engmaschige Ultraschalluntersuchungen dann stattfinden. Was genau und im Einzelfall zu tun ist, das hängt von dem individuellen Fall und vor allen Dingen von dem Schwangerschaftsalter ab.